Wer wird der neue James Bond? Ein Instagram-Video eines potenziellen Nachfolgers lässt 007-Fans jetzt komplett ausrasten. Es gibt kaum eine Casting-Entscheidung, die in der Filmwelt für mehr Wirbel sorgt, als die eines neuen 007-Darstellers. Daniel Craigs Zeit als James Bond endete im Jahr 2021 nach insgesamt 5 Filmen. Welcher Schauspieler erhält nun die Lizenz zum Töten? Nun, da gibt es einen gewissen jungen Mann, der bereits große Serienerfolge gefeiert hat und in Fankreisen schon länger als potenzieller neuer James Bond gehandelt wird. Auf Instagram hat er nun ein Video gepostet, das auf den ersten Blick überhaupt nichts mit 007 zu tun hat, aber den Fans springt direkt ein Detail ins Auge, das ihre Herzen höher schlagen lässt. James Bond. Wie wäre es mit Richard Madden? Die Rede ist von Game of Thrones Star Richard Madden. In der erfolgreichen Fantasy-Serie verkörperte der Rob Stark, seit kurzem ist er in der Sci-Fi-Serie Citadel auf Amazon Prime zu sehen. Spätestens seit seiner Rolle im BBC-Action-Thriller Bodyguard ist der 36-Jährige auf dem Radar vieler Bond-Fans. Auf Instagram zeigte sich Madden nun gemeinsam mit Citadel Kollege Stanley Tucci bei einem gemeinsamen Drink in einem Lokal. Die beiden stoßen an, nehmen einen Schluck, blicken immer wieder nervös in die Kamera. Wie ist dein Getränk? Fragt Tucci. Köstlich, antwortet Madden. Beide lachen, bis Madden die unangenehme Stimmung unterbricht. Seid nächstes Mal dabei, wenn wir auch einen Dialog führen. So weit, so lustig. Doch was hat das mit James Bond zu tun? Ein genauer Blick auf die Drinks der beiden Schauspieler gibt die Antwort. Fans völlig aus dem Häuschen. Madden ist gleich Bond. Denn wie die Bond-Fans sofort erkennen, handelt sich hierbei um einen Martini mit Zitrone, das Lieblingsgetränk von James Bond. Geschüttelt, nicht gerührt, wir erinnern uns. Oder als Vespa Martini, wie ihn Daniel Craig in Casino Royale 2006 bestellt. Zufall? Oder eine bewusste Andeutung? Das kann natürlich niemand mit Sicherheit sagen. Die Fans sind jedenfalls völlig aus dem Häuschen. Madden würde in Sachen Alter und Schauspielerfahrung perfekt ins Beuteschema der Bond-Produzenten passen. Dass er kein klassischer Engländer ist, sondern Schotte, ist keinesfalls ein Problem. 007-Legende Sean Connery war ebenfalls Schotte, Pierce Brosnan kommt aus Irland und George Lazenby war sogar Australier. Aber wie gesagt, bisher wäre das alles nur Spekulation. Den richtigen Drinkgeschmack bringt Madden allerdings schon einmal mit. You guide me, babe. Have you ever sat there?